Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Mit Wasser im Hintergrund heute war was ganz anderes. Ja, wir haben gesagt, wir spielen heute nicht, sondern wir fahren mit den Jungs an den Strand. Hier nach Köpenick, schönes Gewässer, können sie ein bisschen planschen. Haki macht eine Wassereinheit mit den Jungs. Ja. Nee, wenn du dich umdrehst, da ist der Platz. Bolzplatz? Ja, sieht klein aus, aber so klein. Ich habe mal hier Schritte gemacht bis zum Strafraum von der Eckpfanne. Der ist eigentlich okay. Also der ist gar nicht so viel kleiner als andere Plätze. Der sieht nur sehr klein aus, weil er so eingezäunt ist irgendwie. Ja, Eiche Köpenick, die spielen gegen den Abstieg noch. Vorletzter sind die, ne? Ja, die brauchen rein theoretisch jeden Punkt. Das heißt, die werden alles reinwerfen gegen uns. Wir sind wieder so gut aufgestellt personell, dass Scherb mittlerweile Dauergast in einem Mannschaftskader ist. Und wie auf einmal im Training? Da reden wir nicht drüber. Ich glaube wirklich, aber zweimal. Das einstelle ich auf jeden Fall. Also das Ganze, ja, meine Tochter kann weiterzählen. Also. Das ist krass, ne? Ja, das ist wirklich krass. Bei uns sind einfach Leute im Kader, auch wenn es mein Bruder ist, der war zweimal, glaube ich, oder dreimal? Ja, maximal fünf. Wir haben ja nur zwei Auswechselspieler. Mehr haben wir nicht. Also es sind alle, die da sind. Ich habe zwei Auswechselspieler nur. Das ist jetzt unsere erste Elf, ist trotzdem sehr gut. Wir haben halt wieder vier Spieler aus der zweiten dabei. Die haben gestern schon 9-1 gewonnen. Heute sind sie wieder dabei. Also am Ende des Tages muss es trotzdem eine klare Angelegenheit werden. Ich bin gespannt, wann Sydney eintrudeln wird mit Koro zusammen. Ich habe den Jungs gesagt, rechtzeitig, passt auf, Fahrraddemo. Sie sind im Stau. Schauen wir mal. Erste, heute hier. Der Präsident mit Haki zusammen. Spiel 14 Uhr. Haki und ich waren, wann waren wir hier? 12? Ihr wart natürlich sehr früh da, muss man auch sagen. Ihr wart sehr früh da. Haben wir ja alles angeguckt, ne? So wie es sich gehört. Und der andere Präsident ist irgendwo noch auf der Autobahn. Die werden zu spät kommen, ne? Also in einer Stunde beginnt das Spiel. Vor ein paar Minuten war Treffpunkt. Kracht auf jeden Fall. Aber das ist der vorletzte Spieltag tatsächlich. Ja, letzte Woche haben wir wie oft in Folge gewonnen? 50? War 50, ne? 50, ja. Besser als Liverpool? Stark. Also wir haben heute ist das 51. Ligaspiel, dann gibt es noch ein einziges Spiel, das letzte Spiel und dann ist die Saison zu Ende. Also noch zwei Spiele und die wollen wir beide gewinnen. Hundertprozentig. Also wir wollen ja ohne Punktverlust aufsteigen, das ist das Ziel. Back to back. Und dann Kreisliga A nächstes Jahr, wir sind schon ein paar Mannschaften durchgegangen, gegen wen wir so spielen könnten. Wir wollen übrigens gegen gute Mannschaften Freundschaftsspiele machen. So, gegen ein paar Verbandsligisten, zwei. Ich will zwei Verbandsligisten. Der Trainer hat schon alles in Planung. Der Plan steht schon. Ja, okay, aber einen Platz haben wir frei. Wir werden seine Wünsche berücksichtigen. Und der Plan ist natürlich schon vorbereitet. Ne? 2. Juli geht die Vorbereitung los. Das war eine öffentliche Ansage. Ich will gegen Stern 1900 Freundschaftsspiel machen. Da sind viele Kumpels von mir. Oder damalige Kumpels, die sollten eigentlich auch hierher kommen, haben sich dagegen entschieden und jetzt will ich die rasieren. Sie haben sich fürs Geld entschieden, habe ich gehört. Geld, sie haben sich fürs Geld entschieden und sind bei Stern 1900 geblieben. Genau. Wir wollen gegen Stern 1900, wenn sie wollen, ein Freundschaftsspiel machen. Die sind so Verbandsliga, darauf hätte ich Bock. Ich schwöre, also wenn wir mit unserer allerbesten Mannschaft da antanzen, sage ich, die sind trotzdem besser als wir, aber wird, glaube ich, ein spannendes Game und hitzig. Hätte ich Bock. Also, was klagen. Wir haben jetzt 40 Minuten vor Spielbeginn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Spieler sind da. Also ich kriege hier immer mehr Kreisliga-Vibes. Auch hier auf der Platz sieht auch schon sehr mitgenommen aus, aber das ist okay. Da sollen sie heute drauf zocken. Ich habe, glaube ich, vergessen zu sagen, lasst gerne ein Like da. Abonniert dieses Video, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Nächste Woche kommt das letzte Video online für diese Saison. Wie gesagt, dann bereiten wir uns auf die nächste Saison vor. Die beginnt nämlich früher als letztes Jahr. Mit aller Gewalt Klassenerhalt. Sie müssen heute punkten und ich glaube auch, die werden richtig kämpfen. Das wird voll eklig. Wir sind ja schon aufgestiegen, auch als Erster. Für uns geht es um gar nichts. Außer wir wollen halt noch weiter ohne Punktverlust bleiben. Aber wir werden uns natürlich auch anstrengen. Stand heute in 7 Wochen, glaube ich, ist das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Wir werden dann uns auch auf die neue Saison vorbereiten mit Freundschaftsspielen. Antiprotatos, wir wollen nämlich auch gerne gegen euch spielen. Ich war schon mit denen ein bisschen in Austausch. Vielleicht kriegen wir das hin. Wie wir das am besten machen, weiß ich noch nicht ganz genau. Aber wir werden euch auch gerne alles zeigen. Und an die Leute, die Bock haben, gegen uns zu spielen. Wir wollen gegen zwei Verbandsligisten spielen, Vorbereitung. Gegen einen Landesligisten, einen Bezirksligisten und einen Kreisligisten. Das sind unsere Sachen. Ja. Meldet euch gerne bei Andi. Oh, wir sehen uns. Alles aus Berlin übrigens, ne? Nur Berliner Mannschaften. Hier auf der linken Seite, hier wird's aber scheppern. Alter! Linke, also auf das Tor, linkes Mittelfeld. Richtig schöner Ackerplatz. Zu spät! Ja,
Ja. Weil irgendwelche auf die Idee kommen, durch ganz Berlin zu fahren mit Fahrrädern, Digga. Das gibt's nur in Deutschland. Ganz Berlin ist zu gewesen. Autobahn waren geschossen, was ist das? Fahrt doch irgendwo in den Wald oder so, wo es schön ist. Ich fahre auf Straße. Und nach dem Aufwärmen, wie findest du den Platz? Ganz schön trocken. Ich weiß noch nicht, ich habe noch keinen Pass gespielt. Hast du schon die Ecke da hinten gesehen? Nee. Ja, natürlich gibt es einige Löcher. ja, mal gucken, wie der Ball hier läuft. Ich hoffe, da huppelt nicht zu doll. Darf ich schon mit gucken? Dampf. Darf ich über eure Schulter gucken? Da Flippo ja bisher noch nicht da ist, ja. Habe ich ihn mit, Daniel, ja, hätte ich sowieso reingebracht. Würde ich Timo auf die 8 setzen. Ich habe eben, ja, ist keine andere Möglichkeit. Wen denn sonst? Also wen willst du auf die 8? Du musst ja, ich kann ja Koro und Basti nicht vorschieben, die das können. Ja, macht aber Timo traue ich das am ehesten zu, dass er das kann. Ich habe ihn eben auch gefragt, er meinte, er würde das machen. Und dann ist halt Daniel da vorne außen. Wäre meine Position eigentlich. Ja, heute. Deine Position? Heute, ja, das ist so, ja, kann Sechser spielen. Früher. Sieht man ja. Das ist ja ein richtiger Sechser. Lange, ja. Er hat sogar Fußballschuhe dabei. Also rein theoretisch, Dennis, zack, auf geht's. Trikot und sowas ist alles in der Kabine. Wenn die Mannschaft mich braucht, bin ich da. Das wollen wir aber hören. Die Mannschaft wird es auch ohne mich hinkriegen. Ja, okay. Okay. So würde ich weniger Wetter. So würde ich das aber ändern. Lassen Sie mich. Aber was, warum machst du das? Weil ich schwitze und dann meine Nippel scheuern. Okay, heute gegen Eichel Köpenick. Das hat er selber drauf gestanden. Ne? Ist halt mehr, ist schon ganz schöner Acker, aber es gibt auch noch schlimmere Plätze. Wir müssen es halt clever machen. Wir müssen dürfen heute, ich weiß, wir üben im Training viel Pendeln in der Viererkette. Rückspielen vielleicht auch mal zum Torwart heute vielleicht nicht. Also wenn ihr gerade, wenn ihr Druck bekommen solltet, mal gucken. Dann vielleicht nicht unbedingt den Ball von rechts nach links pendeln lassen mit flachen Pässen, weil wenn er hier einmal falsch tippt, dann ist das Ding weg. Heute ruhig mal lange Bälle. Ja, ruhig mal, haut die Dinger raus, falls wir unter Druck geraten, haut die Dinger raus, spielt die nach vorne und für alle, die vorne spielen, die Möglichkeit haben, legt euch den Ball nicht zwei oder dreimal vor, wenn er gerade in dem Moment perfekt liegt, schießt drauf. Weil wenn ihr euch den vorlegt, kommt der nächste Hügel, da tippt der Ball dann, dann liegt er wieder nicht, dann müsst ihr ihn wieder vorlegen, dann müsst ihr wieder und dann klappt es nicht. Wenn die Möglichkeit haben, direkt draufschießen. Mannschaftsaufstellung, Wiesel, Tor in der Innenverteidigung, Basti, Kobo, Außen, Zerra und Paul. Sechser sind Timo und Nadim. Timo offensiv, Nadim, du bist heute der Staubsauger vor der Abwehr. Sid 10, links ist Daniel, rechts ist Dennis, vorne im Sturm ist Jackson. So fangen wir an, Jungs. Ja, und wenn wir vorne sind, haut drauf auf die Hütte. Immer auf, die sind hier, ne, mit Plakaten, was stand da drauf? Abstieg. Mit aller Macht gegen den Abstieg. Irgendwie sowas. Fällt ihnen halt zwei Spieltage vor Schluss ein, gegen uns dann auch noch. Da wisst ihr aber, was uns erwarten wird. Ja, die werden erstmal alles reinwerfen, die werden körperlich zusammengehen, um da irgendwie einen Punkt zu holen. Die haben jetzt auch gar nicht so viele Gegentore bekommen. Liegt aber auch zum Teil am Platz. Unser linkes Mittelfeld, Timo Schlitt, spielt heute Sechser, weil Patrick zu spät kam. Also er ist jetzt gerade angekommen. Das war irgendein Fahrradrennen, ne? Mhm, Fahrraddemo. Aber mussten die doch. Andi hat das gestern 700 Mal reingeschrieben. Ja, gut, könnte krachen. Ich habe heute auch irgendwie, ich sag das zwar öfter, aber irgendwie habe ich heute wirklich ein ungutes Gefühl. Ich fand, die sahen gar nicht so schlecht aus beim Warmmachen. Hinspiel war auch nicht so ein 3-0 war Hinspiel. Wir haben das Spiel im Griff, aber wir haben nicht viele Tore gemacht. 3-0 war das Hinspiel. Ihr Platz quasi. Die kennen sich hier aus, die werden kämpfen. Ihre Zuschauer sind da. Stimmt, die haben auch Trommeln und so, die Zuschauer. Genau, und die kämpfen um Abstieg auch noch, ne? Die müssen punkten. Hey, Schiri. Sydney! Ich dachte erst, es wäre Cengiz eben vorne gewesen, aber war Sid, weil während des Cengiz, der wäre raufgegangen. Cengiz bei dem ersten schon. Schnelles Tor, dann ist auch hier der Stecker gezogen. Ja, ne? Wenn es lange dauert, dann wird es ätzend. Gut Cengiz, gut Paul, war gut. Ja, will ja jeder. 1-1, 1-1, 1-1!
Gut, gute Idee, gut, Dennis. Guck mal, Fritte mit dem Sprint. Hand, Jury, wichtig. Sydney. Sydney Friede mit einem Sprint, dass ich das mal erlebe. Ne? Schneller als der Gegner, das darfst du auch nicht. Der ist gar nicht so langsam. Die ganzen Kommentare von draußen. Wichtig. Sehr gut. Sehr gut, Fritte. Und da unter dem Ball, der Bock. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 36. Nummer 36 bei Fritte. Vielleicht knackt er die 40, dann müsste er... Ja, dann müsste diese Woche und nächste Woche ein bisschen was machen. Wenn ihr das Video seht, dann ist es, glaube ich, auch offiziell. Mbappé ist zu Real Madrid gewechselt. Der Mann wird nächstes Jahr, ich sag, 35 La Liga-Tore machen. 8 oder so in der Champions League. Der wird richtig abgehen. Das hat sich ja krass verändert, ne? Dass wenn wir auswärts spielen, hast du halt so wie hier 200 Zuschauer und eigentlich 90% für das Heimteam, ne? Niemand ist mehr für uns. Aber ist ja auch so, wir haben schon 60 Spiele gehabt. Die Leute, die uns supporten, die kommen entweder zu Heimspielen oder haben uns schon gesehen. Eins von beiden. Ja, Timo! Weiter, Daniel, weiter! War stark, Daniel, war stark! Guter Lauf! Wow! Stark, Timo! Im Training, finde ich auch, hat er so eine gute Schusstechnik. Ja, aber also macht das im Spiel nicht. Nee. Also am Freitag, wo ich gesehen habe, der hat da ein Ding nach dem anderen reingeballert. Angebote! Oh. Ja, ja, okay. Gut, das können sie ja nur. Eine andere Möglichkeit hast du ja nicht. Auf dem Platz kannst du nichts anderes machen. Du musst direkt rauf auf den Ball führen, den kannst du nur attackieren. Sydney, stark. Du hast Zeit, richtig, darf er nicht nass sein? Nee, darf es eigentlich nicht. Es gibt ja immer, es gibt Schiris, die sagen, hier machen sie einen Freistoß und andere, die lassen es weiterlaufen. Gut dabei! Ist okay, Cheng, es ist okay, war gut, ist okay! Rauf! Gut! Weg ist er. Meintest du das, Eli? Schneller, Zerra, schneller, schneller. Gut, Basti! Weiter, weiter! Start, Basti, ganz stark! Komm mal, Basti! Ah, stark! Gut, Basti, gut eingelaufen! Guter Ball, Timo. Guck mal ein bisschen auf den Kapitän. Dass du ein bisschen mehr noch guckst auf den Kapitän, dass du ihn manchmal der Innenverteidigung abnimmst. Weil ihr habt manchmal, die beiden Sechser haben gar keinen Gegenspieler. Und wenn du dir den Kapitän nimmst, dann ist der, dann ist Koro entlastet. Falls was passiert, ist Koro zur Absicherung da. Wir spielen aber ganz oft 1 gegen 1 in der Abwehr. Wenn du dir den Kapitän ein bisschen nimmst, nimmst du da ein bisschen Druck raus. Gut rausgeholt, den Elfer, sicher gemacht. Ansonsten passiert, ist schwierig hier, ne? Platz ist wirklich crazy. So, die Gegner machen es gut, die fressen uns. Ja, ja. Ich laufe an denen. Körperlich gut zur Sache. Die hauen den Ball lang, die hauen den Ball lang. Pick and Rush, F-Jugend. Gut dabei, Basti. Ist okay, Zerre in deinem Rücken. Ist okay, Dennis, ist okay. War gut. Weiter geht's. Basti am Rücken. Zerra 2. Aber nicht, wenn wir hier vorne im Angriff sind und ich bräuchte eventuell noch jemanden.
Stell dir vor, der geht plötzlich dahin, Alter. Da kann alles passieren, das ist Lotterie. Mein Herz, Alter. Ja, weiter vor, weiter. Das ist ja Wahnsinn. War gut, Koro. Der wäre beim Kunstrasen reingegangen. Na, wie war die erste Halbzeit? Erschreckend, oder? Es war, ich muss sagen, mit Abstand unser bestes Spiel. Von beiden Mannschaften. Ich muss ihn ein bisschen in Schutz nehmen, der Platz ist schon echt schwierig zu bespielen. Ich kann es ja kaum was machen. Also der Platz ist für beide Mannschaften. Die haben aber auch Glück, wenn der Platz besser wäre, hätte bei denen vielleicht auch schon ein Tor fallen können. Also unabhängig vom Platz, schlechte Halbzeit von uns. Wir haben Glück, dass wir da überhaupt ein Elfer bekommen haben, ein Elfer-Tor gemacht haben. Also hinten finde ich es gruselig, vorne finde ich schwer halt. Ne? Also schon sehr dünne. Ich sag mal, jetzt zum Saisonabschluss harte Kost hier, da, muss man schon sagen. Also. Wir können auch nicht wirklich was machen. Wir haben zwei Wechsler. Timo muss raus, ne? Hat er gerade angezeigt. Timo Schlitt? Mhm. Oh. Jetzt kommt der absolute Notmann. Ganz einfach, also wirklich, ja, Zacka, du, beziehungsweise Dennis, beziehungsweise, ich glaube, Zacka kommt jetzt gleich raus. Komm bitte in diese Taschen rein, arbeitet mehr mit langen Bällen hinten rein. Und dort arbeiten wir dann. Da holen wir uns die Bälle und wenn alles gut läuft, kommen wir direkt durch. Fertig, Punkt aus. Macht es nicht zu kompliziert. Okay? Ansonsten macht ihr ja vieles richtig. Aber bitte auch. Aber auch vieles falsch, das ja. Muss man auch mal Klartext reden. Es war in vielen Situationen auch Kacke, was wir gemacht haben. Ja, wenn wir sagen euch immer wieder, ihr habt keine Zeit hier auf dem Platz den Ball anzunehmen, ihn euch nochmal vorzulegen oder sowas. Über außen, spielt den Ball doch einfach schnell rein. Wenn ihr ihn bekommt und wenn er dann meinetwegen ein bisschen verspringt und ihr schießt mal hinter das Tor, scheißegal. Aber dann habt ihr das Momentum. Wenn wir aber den Ball annehmen, uns vorlegen wollen, was passiert? Kein einziger Ball von dem wurde dann reingespielt, weil die euch alle weggenommen worden sind. Wir sagen es euch die ganze Zeit und ihr macht es immer wieder. Und das ist Kacke. Ist Flippo besoffen? Weiß ich nicht. Ich glaube, er ist nicht so, wie er schon manchmal war. Das nicht, aber er war gestern auf jeden Fall nicht alkoholfrei. Okay. Dennis ist jetzt im Sturm. Oh, ein zweites Tor wäre hier so wichtig. Stark, Flippo, stark! Ganz stark, Flippo! Richtig guter Ball, ja, Mann. Sehr guter Ball von Flippo. Guter Laufweg auch von Cengiz. Ist Daniel Rechtsverteidiger eigentlich? Was ist denn der? Mittelfeld eigentlich. Linkes Mittelflügelspiel. Aber, stark, Flippo, starker Ball! Elfer raus, schade. Jetzt. Eieiei. Der war durch. Das Linienrichter! Der hat angezeigt, dass kein Abseits ist. Komm, Patrick, komm, Patrick. Mit so viel, was sagst du? Abschluss? Inseite Ecke. Jetzt, immer Inseite Ecke. Warum das so aufballern? Aber wenn der reingeht, da sagt niemand was, ne? Aber es ist wirklich so. Starker Ball. Starker Ball gewesen. Sehr gut. Bring ihn einfach rein. Bitte ist keiner. Dennis ist frei. Komm. Ist das hier ein Grottenkick? Das ist der grottigste Grottenkick, den ich glaube ich, also ich sage das öfter, aber das ist heute krass. Weil wir auch nicht gut spielen, die spielen nicht gut. Das ist so einfach, die sind einfach 11 Spieler auf dem Platz und machen. Also, ja, ihr seht ja immer nur die Highlights so, aber wenn du dir das ganze Spiel anguckst, hier passiert auch irgendwie so ganz komische Sachen. Paul, bleib hier, gar nicht mitgehen, Paul, spar dir die Kraft. Richtig, Digga, 2-0, ich kann das nicht mehr. Wir sind befreit. 2-0 ist hinten in Friede, aber auch nur, weil er so lange geredet hat. Hey!
Ich habe den Hacki gehirn. Ich war jetzt mal drüben. Gute Besserung auf jeden Fall, wenn du das siehst. Der hat sich das. Also die meinten auch, Kniescheibe ist rausgesprungen leider. Das Spiel ist jetzt unterbrochen worden, Krankenwagen ist auch da. Da kann man, ist halt scheiße sowas, ne? Also da sieht man mal natürlich, wie unwichtig so eigentlich Fußball ist. Weil sowas geht dann auch immer hart aufs Privatleben. Weil die alle ja auch natürlich arbeiten müssen, bei uns genauso. Sowas ist immer bitter. Der hat mir auch sehr leid getan. Aber kannst nächstes Jahr zu uns kommen. Bei uns kommen alle, die Knieprobleme haben. Ich schwör's dir, das ist ja geisteskrank. Bei uns bist du gut aufgehoben, hast du immer einen Platz bei uns, mein Freund. Also gute Besserung an der Stelle und wir wünschen dir alles Gute. Ich glaube, wie lange ist noch zu spielen? 25 Minuten? Ja, 65. Minute. Ich glaube, es geht gleich weiter und ja, dann versuchen wir weiter zu spielen. Vinny, wenn du das hörst, die sind riesen Fans von dir, einer unserer neuer Sechser. Bei den Sechsern ganz wichtig, bitte nicht zu defensiv denken. Spiel den Ball, renn nach vorne. Einer muss bleiben, ja, aber nicht beide. Das ist bei uns voll oft nämlich so. Vinny, ich gebe dir jetzt das Zepter in die Hand. Du bist der Offensive. Renn nach vorne, ich brauche von dir 10 Saisontore als Sechser. Viel Spaß. Ja! Ja, unser Franz Beckmann. Ist okay, war gut, gut gedacht, Sid, gut gedacht. Und Druck. Richtig, war gut, Flippo, war gut. Stark. Steck ihn. Steck Jenkins. 4 gegen 2. Aber habt ihr gesehen, wie der gesprungen ist, der Ball? Aber habt ihr gerade Dennis gesehen, wie der Ball gesprungen ist? Hand. Also sag ehrlich, da mach ich mal einen Vorwurf an Dennis, weil der Ball ist vor ihm und dann... Ja, also da vorne in der Mitte ist das der Wahnsinn, der Ball. Stark, Koro! Das ist aber auch schwer, war schwer gewesen. Der hat das Beste draus gemacht. Die machen es so schwer. Spiel bitte ab. Nein, gib es doch nicht so schnell, dass er abfällt. Spiel ab. Lukas! Lukas! Statement zum Game. Ich glaube, das war ein richtig zähes Game. Sehr uncool gewesen zum Zugucken, glaube ich, auch für euch. Nicht so viele Chancen. Ja, aber so eine Spiele gibt es halt auch, ne? War jetzt nicht so ein geiles Game. Nochmal gute Besserung an den, der sich verletzt hat. Wir wünschen den Gegner natürlich alles. Ja, alles Glück, also viel Glück für die nächste Saison auch. Das war's von uns. Ihr hört jetzt noch mal ein paar Stimmen. Wie gesagt, so eine Spiele gibt's auch. Machen wir nächste Woche weiter. Nächste Woche ist das letzte Spiel für uns in der Kreisliga B erstmal. Also wir steigen nächstes Jahr ab. Und das seht ihr dann bei Sydney auf dem Kanal. Was sagst du zum Spiel? Ganz große Kunst heute. War eins der besten Spiele. Jetzt Sarkasmus aus. Das war schon das Schlechteste. Ich glaube, es war insgesamt so das Schlechteste. Die haben sich bemüht. Also man muss halt sagen, der Gegner hat 90 Minuten lang gekämpft. Aber das war von uns halt alles. Das war schon schlecht. Natürlich aber der Boden auch. Die hatten auch keinen Bock, unsere Spieler. Also so, du hast es denen gemerkt, du kannst hier nicht richtig kombinieren. Ja, na, sobald du mal was machen wolltest, Doppelpass spielen, ging das schon nicht. Das war schon schwer. Das war schon schwere Kunst, sich das 90 Minuten anzugucken, muss man schon einfach sagen. So, mein Fazit. Ich muss dabei bleiben. Es war halt. Ich glaube, es war
von uns das schlechteste Spiel der Saison. Muss man jetzt sagen, zu Gegebenheiten, Platz, 13 Spieler und so weiter. Na, der Gegner, muss ich sagen, die haben auch gekämpft bis zum Ende, haben ihr Bestes da gegeben. Aber das war auf sehr, sehr schlechtem Niveau heute gewesen. 2-0 gewonnen, war auch verdient. Zweite Halbzeit hat man gute Chancen, hätten wir mehr machen müssen. Mir tut es für die leid, weil die werden jetzt wahrscheinlich absteigen, glaube ich. Aber haben die ganze Saison Zeit gehabt, Punkte zu holen. Das ist natürlich dann schwer gegen uns. Der Platz kannst du ja nochmal zeigen. Das ist schwer. Das ist schwer, darauf zu spielen, muss man halt einfach sagen. Also es war ein schlechtes Spiel. Was soll ich sagen? Drei Punkte. Aufsteiger! War Spiel. Ja, war gut. Ich bin aber leider unfit, wie man sieht, aber ist okay, hat Spaß gemacht trotzdem. 3 Punkte. Ja, Sidney, Spieler des Spiels. Ja, was ist mein Player? Spieler des Spiels für mich Poro heute. Poro, wer ist dein Spieler? Nadim. Nadim. Wie fandest du es heute? Ich fand es sehr zäh. War kein schönes Spiel, aber letztendlich ist auch die Luft so ein bisschen raus bei allen. Also Meister, wir haben jetzt noch ein Spiel, wenn wir uns nächstes Wochenende. Schön noch mit Brater und ein Bierchen. Oh ja. Wie fandest du das Spiel? Boah, schwierig bei dem Platz, aber gewonnen ist gewonnen. Hast du einen Spieler des Spiels? Ja, Sidney war eh wieder gut, aber ich würde Koro nennen. Wie fandest du es? Ja, ich bin schon wieder out, was soll ich dir erzählen? Aber ansonsten? Ansonsten Grottenplatz, man konnte gar kein Fußball spielen. Wir haben uns schwer getan, aber ja, im Endeffekt wieder gewonnen. Gewesen. Ja. Wollt ihr auch was sagen? Nö, eigentlich nicht. Aber viel Glück euch noch. Knappes Ding. Ja, und gute Besserung in euren Spielen. Ja, wird er haben, danke. Kann ich euch nerven? Wie fandet ihr es? Anstrengend auf jeden Fall. Aber Man of the Match, Sidney, glaube ich, heute. Sidney? Nein, Jungs, Alter, da oben. Zwei Spiele hintereinander, nee, aber zwei Spiele gemacht. Gestern 90 Minuten waren ja auch nicht viele Spieler da. Heute auch wieder 90 Minuten. War ein grandioses Spiel, Jungs. Grandios. Ihr habt vor Spiel, Witz und Einsatz nur so gesprüht. Ihr habt Chancen kreiert. Das war vom Feinsten, war das heute. Ist egal, 3 Punkte. Morgen fragt keiner mehr danach, wie scheiße das heute war. Am Ende des Tages 10 3 Punkte, so ist es halt. Okay, ist halt. Manchmal sind so eine Spiele halt auch kacke. Mann. Ich quatsche einfach weiter. Mann, geh jetzt. Ich sag Koro oder Paul, fand ich gut. Koro oder Paul. Und du? Was denn? Spieler des Spiels? Sidney. Leider. Ja gut, ihr hattet ja halt die Verletzung, das war halt scheiße dann am Ende, aber ihr habt ja trotzdem bis zum Ende eigentlich die ganze Zeit durchgekämpft. Ihr habt ja nicht aufgehört. Ja. Ne, wir hatten uns nochmal überlegt, wir haben nochmal einen Kreis gemacht, versucht nochmal für unser Spieler, der jetzt im Krankenhaus liegt, alles rauszuholen. Ja, was kannst du? Mann, Andi, haben nochmal versucht, alles für ihn rauszuholen, aber gegen so eine Mannschaft, die haben halt alle individuell klasse Spieler, hat man auch auf dem Feld gemerkt, dass man auf dem jetzt nicht so gut spielen konnte. Ja. Das war unsere einzige Hoffnung, der Platz. Ja. Wir haben jetzt gebraucht. Unser einziger Vorteil, dass keine Mannschaft darauf spielen kann. So hat uns aber wieder Erfahrungen gesammelt und wir werden nächste Saison komplett neu durchstarten. Hast du einen Spieler das Spiel? Ich sag Koro. Koro. Und du? Koro. Sehr stabil. Stevie, mein Jutta. Scheiße gelaufen heute für dich. Wir wünschen dir weiterhin gute Besserung. Komm schnell wieder. Neue Saison, wir brauchen dich. Wie war's? Ja, durchwachsenes Spiel. 2-0. Arbeitssieg. Ich glaube, unser unattraktivstes Spiel bis jetzt. Irgendwie 2 Tore gemacht. Keiner weiß wie. Aber war ein geiles, faires Spiel. Die Gegner waren richtig korrekt. Hat sehr Spaß gemacht, mit denen zu spielen. Plans waren auch sehr korrekt. Also geile Kulisse. Ich glaube, wir hatten alle einen coolen Sonntag. Ich hoffe, dass die Jungs nicht absteigen werden. Die haben noch ein paar Spiele vor sich. Oder eins. Auf jeden Fall geht es noch um den Nichtabstieg. Wünsche denen viel Erfolg. Und ja, das war's mit dem Video. Dein Player of the Match? Koro. Koro. Ja, man hat ihn auf Schirm. Koro war's.